Willkommen zu einem weiteren Teil der optischen Kantenantastung. In diesem Video seht ihr drei Kamera-Apps, eine mit T-Kinder programmiert, dann die neuere Version mit PiSight 6 und noch eine rahmenlose App, die ich euch später zeige. Alle Apps findet ihr in der Videobeschreibung und könnt sie euch da herunterladen. Ihr seht die in den bereits vorhergehenden Teilen ausführlich beschriebene Höhenantastung jetzt mal im Einsatz. Dann zeige ich noch einmal an der Kante, wie ich die Kante antaste. Die G68-Funktionalität zeige ich euch an der kleinen Platine. Für die Programmierer unter euch zeige ich dann nochmal, wie ich das G68 programmiert habe. Und zum Schluss gibt es dann auch einen Ausblick. Viel Spaß bei diesem Video. Neben meiner ersten App, die mit T-Kinder erstellt wurde, habe ich jetzt noch eine zweite App erstellt, die mit PiSight 6 erstellt wurde. Und mit dieser PiSight 6 App hat man noch ein bisschen mehr Möglichkeiten beim Layouten. Also ihr werdet gleich sehen, ich starte gleich mal und dann kann man jetzt noch unterscheiden zwischen einem Light Mode und einem Dark Mode. Im Light Mode sieht sie der T-Kinder App noch recht ähnlich, diese PiSight 6 App. Aber man kann jetzt auch noch auf den Dark Mode umstellen und da sieht sie vielleicht ein bisschen moderner aus. In diesem Video werde ich jetzt im Weiteren diese PiSight 6 App verwenden. Außerdem seht ihr in dem Video jetzt noch eine rahmenlose App, die werde ich auch mit in die Videobeschreibung reinlegen. Die kann man verwenden, wenn man jetzt so Videos dreht wie ich gerade. Die hat keinen Rahmen und es ist dann ganz praktisch. Man kann die App oder die Anzeige über die Pfeiltasten der Tastatur größer oder kleiner machen. Und mit der rechten Maustaste kann man die App schließen. Ich zeige euch mal, wie ich eine Kante antasten würde von diesem kleinen Aluklötzchen hier. Und dafür müssen wir natürlich erstmal die Höhe nullen, damit die Kamera auf einer definierten Höhe ist. Und das mache ich jetzt gerade mal. Also als allererstes fahre ich jetzt die Stange aus. So, dann ist der Stromkreis geschlossen und die rote LED leuchtet. Und jetzt fahre ich mit dem Handrad einfach runter, erster in Zehntelschritten, natürlich in Z. Ihr seht auch oben in der Z-Achse, dass die mitläuft. Ich kurbel einfach schnell runter, bis die LED ausgeht. So, dann stelle ich auf Hundertstelschritte und jetzt kurbel ich ein bisschen hoch, bis sie gerade wieder anspringt. Und ihr seht, das geht aufs Hundertstel genau. Damit hätte ich jetzt schon die Z-Höhe. Die kann ich nullen. Und das bedeutet jetzt, dass auf dieser Höhe das Aluklötzchen scharf ist, also dass der Fokus perfekt eingestellt ist. Das können wir uns jetzt auch mal angucken. Ich bin gerade noch in der Platine. Ich fahre mal ein bisschen rüber, dass man das Aluteil ein bisschen besser sieht. So, jetzt sieht man die Oberfläche schon recht schön von diesem Aluklotz. Und jetzt kann ich euch mal zeigen, wie ich den antasten würde. Dann gehe ich vielleicht noch mal ganz kurz auf das Licht ein. Ich habe ja hier oben das Licht, diese LED. Die kann ich natürlich entweder ganz ausschalten. Ich kann sie heller drehen. Habe das Ganze aber ein bisschen begrenzt, weil das läuft ja über einen USB-Anschluss. Und der ist ja natürlich auch in der Leistung begrenzt. Und ich könnte jetzt auch einzelne LEDs anschalten. Ich gehe vielleicht mal wieder ein bisschen runter im Licht, dass man die LEDs ein bisschen besser sieht, die einzelnen. So, jetzt könnte ich eine einzelne LED schalten. Und ihr seht schon, wenn ich die ein bisschen rund laufen lasse, sieht man auch immer andere Kratzer. Das ist ganz interessant, wie sich die Oberfläche verändert, nur durch das Drehen des Lichtes. Und da muss man sich jetzt irgendeine Position aussuchen, in der die Kante am besten zu sehen ist. Ich denke, so wäre sie vielleicht ganz gut zu sehen, die Kante. Jetzt kann ich an die Kante ranfahren. Kann vielleicht auch erstmal messen, wie groß die eigentlich ist, diese Phase, die ihr hier vorne seht. So grob ungefähr. Ich gehe mal hier auf Y auf 0 und fahre mal weiter. So, dann sieht man so ungefähr 7 Zehntel ist die
Phase groß. Jetzt könnten wir eigentlich auch noch mal 7 Zehntel runterfahren in Z, wenn die wirklich in 45 Grad Winkel wäre. Dann wäre das vielleicht von dem Messergebnis noch ein bisschen besser. Ich fahre einfach mal ein paar Zehntel runter, 5 Zehntel, und versuche jetzt an der Stelle mal zu messen. Das ist gerade so eine Ausfransung. Ich gucke mal, ob ich da ein bisschen schönere Stelle finde. Ja. Jetzt könnte man auch hier mit dem Kontrast noch ein bisschen spielen, ob es vielleicht mal irgendwie besser hinbekommt, von der Schärfe her. Und jetzt würde ich ganz einfach mit Y ranfahren. Und das im Hundertstelschritt. Also das sind jetzt einfach Hundertstelschritte, die ich fahre. Ja, und ich wäre jetzt hier ungefähr bei, machen wir den Nullwert hier hin, aber ich darf jetzt natürlich nicht die Y-Achse auf Null setzen, sondern ich muss ja den Versatz noch mit berechnen, und das mache ich jetzt hier über diese Taste. Bei mir habe ich einen Versatz von 86 mm ungefähr, und der muss einberechnet werden. Ich kann noch mal eine andere Lampe einschalten. Das wäre jetzt noch mal von außen eine Lampe. Ja, muss man wahrscheinlich mit dem Kontrast ein bisschen runtergehen. Und ihr seht, mit so einer zusätzlichen Lampe kann es noch mal ein bisschen schärfer werden. Und wenn man jetzt vielleicht genau hinguckt, ist es vielleicht noch ein Hundertstel daneben. So, das war jetzt ein Hundertstel. Also ich denke mal, so auf ein Hundertstel, ein, zwei Hundertstel genau, könnt ihr damit die Kante antasten. Genau. Also einfach jetzt hier auf Null setzen. Und wenn ich jetzt die Spindel auf Null fahre, dann ist die Spindelachse genau über dieser Kante. So, als nächstes zeige ich euch dann nochmal die Funktion, die hier unten verborgen ist. Da geht es ja darum, dass ihr ein Teil einfach auf den Vakuumtisch werft oder mit Blue Tape Methode festklebt, ohne es auszurichten. Und dann den Nullpunkt euch holt von diesem Teil, wenn es ein rechtwinkliges Teil ist, und das Koordinatensystem um den Nullpunkt dreht. Und damit das Ausrichten entfällt und ihr einfach so mit dem Werkstück arbeiten könnt. Ich habe eine kleine Platine auf das Aluklötzchen gelegt, und die liegt halt eben im Winkel ein bisschen verdreht. Und die nehme ich jetzt mal als Beispiel für das G68 her. Also fahren wir erst mit der Kamera hin. Um sie vielleicht ein bisschen besser zu finden, gehe ich mal auf eine kleinere Vergrößerung. Ich muss noch ein X bisschen rüberfahren. Da fängt sie irgendwo an. Ja, ich nehme mal vielleicht hier hinten einen Wert. So, jetzt ab hier im Hundertstelschritt. Genau, jetzt kann ich hier über die Buttons mir drei Punkte holen. Ich hole zwei Punkte auf dieser X-Kante und einen Punkt auf der Y-Kante. Das Programm bildet mir eine Gerade aus diesen beiden Punkten, und den Punkt, den ich hier unten wähle, da wird eine Gerade durchgezogen, die dann senkrecht auf dieser Geraden steht, und damit habe ich den Schnittpunkt und kann mir auch den Winkel berechnen. Über die Buttons hole ich mir die Punkte. Da ist jetzt schon der Versatz von der Kamera zur Spindelachse mit einberechnet. So, ich könnte natürlich hier noch auf den etwas größere Vergrößerung gehen, dann haben wir es noch ein bisschen genauer. So, dann fahre ich rüber, hole mir den nächsten Punkt auf der Geraden. Ja, vielleicht hier irgendwo. So, der zweite Punkt wird geholt, und dann hole ich gerade noch den dritten. Und wieder in Hundertstelschritten. Genau, jetzt hätte ich drei Punkte. Und jetzt kann ich das rotieren lassen. Ich fahre erstmal die Z-Achse frei. Dann fahre ich auf den berechneten Schnittpunkt. Also positioniere die Spindelachse darüber. Setze das als Nullpunkt und drehe dann um den berechneten Winkel. Sage ich einfach mal ja. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, dass hier was passiert. So, jetzt haben wir natürlich kein Kamerabild mehr, weil die Z-Achse zu weit oben ist. Aber die Spindel steht jetzt direkt über dem
Nullpunkt der, also der Ecke von der Platine, und das Koordinatensystem wird gedreht. Ich baue jetzt gerade noch mal eine zweite Kamera auf, dann seht ihr auch dann, dass das wirklich entlang der Kante fährt. Ich fahre jetzt noch mal in Y 20 mm zurück und ihr werdet dann sehen, dass, obwohl ich hier nur eine Achse fahren lasse, dass natürlich die beiden Achsen laufen. Das Koordinatensystem wurde ja gedreht. Und dass jetzt dieser kleine Stichel genau auf der Kante von der Platine fährt. Ich lasse es einfach mal laufen. Ich habe die Kamera mal über der Platinenkante positioniert und fahre jetzt in der X-Achse. Und ihr werdet sehen, dass das sehr schön hier an der Kante entlang fährt. Also es passt eigentlich ziemlich gut. Damit können wir jetzt in dem neuen Koordinatensystem, im neuen Nullpunkt und dem Winkel, um den es gedreht wurde, ein Werkstück bearbeiten. Und wenn man das nicht mehr möchte, dann kann man einfach mit G69 die Rotation wieder aufheben. Also echt eine super praktische Sache. Für die Programmierer unter euch erkläre ich nochmal kurz, was bei dem G68 passiert. Hier seht ihr den Methodenaufruf. Ich hole mir aus den Textfeldern aus der App erstmal die drei Punkte, also die jeweils die X- und die Y-Koordinate von den Punkten, berechne eine Gerade aus den ersten beiden Punkten, berechne dann eine Gerade, die senkrecht auf dieser Geraden steht und durch den dritten Punkt geht. Daraus kann ich dann den Schnittpunkt dieser beiden Geraden berechnen. Ich kann den Winkel berechnen und damit habe ich schon alles, was ich für ein G68 brauche. Ich frage aber vorher nochmal in der Messagebox ab, ob die nachfolgenden Aktionen durchgeführt werden sollen. Wenn das mit Ja beantwortet wird, dann geht es hier unten weiter. Also ich hole mir die Position, die aktuelle Position von den Maschinenkoordinaten, setze die Position in Z auf minus 1, also ich fahre ganz hoch. Mache ich dann hier mit Move to Position. Und hier ist jetzt die neue Position drin mit dem neuen Z-Wert. Dann fahre ich auf den Schnittpunkt. Das mache ich jetzt aber mit Programmkoordinaten, nicht mit Maschinenkoordinaten. Also Maschinenkoordinaten wäre G53. Und hier ist es ja jetzt, je nachdem, was wir eingestellt haben, G54 oder G55 oder sowas. Genau, und dann setze ich diese Werte, diese Intersection Points oder diesen Schnittpunkt, den setze ich hier in die POS ein. Also POS X, POS Y werden die Werte von dem Intersection Point. Der wird hier eingesetzt. Ich fahre mit einem Vorschub von 3 Meter pro Minute auf diese Position. Wenn ich in der Position angekommen bin, dann setze ich in der Maschine den Nullpunkt an dieser Stelle. Also X und Y wird auf 0 gesetzt. Der berechnete Winkel wird an zwei Stellen in der App eingetragen. Hier habe ich gerade noch gesehen, dass die Nachkommastellen noch nicht abgeschnitten wurden. Anschließend erzeuge ich mir den Text für den G68-Befehl, gebe hier nochmal zum Controller auf der Konsole aus und letztendlich wird er hier an die Maschine geschickt und auf der Maschine ausgeführt. Das Ausschalten der Koordinatendrehung passiert mit G69, also wenn ich den G69-Button klicke, dann wird hier der Execute-G-Code-Befehl an die Maschine gesendet mit dem G69. Und damit haben wir wieder ein normales Koordinatensystem, also nicht gedrehtes. Mit der Kamera könnt ihr auch an unzugänglichen Stellen Positionen erfassen oder Abstände messen. Ich zeige euch das mal im kleinen Beispiel. Also ich habe die Höhenantastung schon gemacht für unten diese Fläche rechts und stehe jetzt hier über dieser Bohrung rechts unten. Habt ihr auch schon gemittelt. Ich kann euch nochmal zeigen, wie ich es jetzt messen könnte. Also über den Zirkeldiameter kann man jetzt halt das einigermaßen einstellen. Wir sehen jetzt, wir sind bei 4,09 mm. Das entspricht bei mir 398 Pixeln. Da ist eigentlich noch klar zu sehen, dass wir zu viel haben. Ich gehe mal auf einen kleineren Wert. Also ich weiß jetzt, dass das eine 4 mm Bohrung ist. Das würde ungefähr 390 mm entsprechen. Und dann passt es auch ganz exakt. Ich kann noch mal eine Stufe weiter hochgehen. Und da muss ich jetzt natürlich den Kreis auch doppelt so groß machen. Also ich mache ihn mal, fangen wir vielleicht mal mit 800 an. Das wäre natürlich zu viel.
Jetzt sieht man aber auch deutlich, dass der Abstand zu groß ist. Ich gehe mal, also 4,11 mm wären wir jetzt, 770 Pixel. So, jetzt wäre man ein bisschen zu klein, 500stel, auch das ist, glaube ich, ganz gut zu erkennen. Und jetzt bei 87 Pixel, da passt es ziemlich gut. Also es geht so, auch in 1-2-Hundertstel Bereich kann man das schon messen. Jetzt will ich nochmal den Abstand messen, und zwar von dieser Bohrung zu dieser Bohrung. Und da gehe ich jetzt wieder auf die einfache Vergrößerung und stelle dann hier auch wieder auf 390 Pixel. Das waren ja diese 4 mm für diese 4H7 Bohrung. Und ich fahre jetzt einfach mal rüber. Ich habe mir die Position, also den Mittelpunkt von der Bohrung genullt und fahre jetzt einfach mal rüber. So, jetzt fahren wir über so ein Teil drüber. Das ist natürlich unscharf, weil das weiter oben liegt. Die Fläche unten sieht man sehr schön, den Grund. Und da kommt die nächste 4H7 Bohrung. Ich fahre erst in Zehntelschritten und jetzt fahre ich in Hundertstelschritten weiter. Also das ist jetzt 28,9 und man sieht deutlich, dass die Mitte noch nicht erreicht ist. Ja, also so auf 1-2 Hundertstel genau geht es. Also der Abstand hier wäre sehr wahrscheinlich 28,99 oder 29,0. Also auch dafür ist es eine super Sache, um an unzugänglichen Stellen zu messen. Oder jetzt diese kleine 4 mm Bohrung, die könnt ihr ja nur sehr schlecht mit einem 3D-Kantentaster aufnehmen. Mit der optischen Methode ist es gar kein Problem. Also auch eine feine Sache. Demnächst werde ich ein Video zur Kantenantastung an der Hobby-Fräsmaschine veröffentlichen. Darin zeige ich verschiedene gängige Methoden zur Kantenantastung und bespreche deren Vor- und Nachteile. So, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Ciao und bis zum nächsten Mal.